Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Arcania. Wir haben im letzten Part, wie man schon sieht, die heilige Schmiede erreicht. Und ja, wir sammeln jetzt ein paar Sachen auf. Das Spiel hat eine 180-Grad-Wendung gemacht. Wird wahrscheinlich gleich noch beschrieben. Wir haben gegen Anbail gekämpft und ja. Haben so ein bisschen über von den Anusiri erfahren, was unser nächstes Ziel ist. Wir wollten ja eigentlich diese Schmiede finden, um den Paladin 1 auszuwischen. Das haben wir jetzt ja eigentlich getan. Heilige Essenz. Schmerztiegel des Inusir. Becken der Adai. Adai. Und Schleifschein des Iabel. So, ich würde sagen, wir machen die Truhen zuerst. Altertümliche Schriften über den Schild des Grolls. Streitkolben, das. Jetzt habe ich das nicht gelesen, schade. Schild des Grolls. Der Schild des Grolls. Dieser Schild wurde komplett aus einer Erzlegierung geschmiedet und mit dem Groll seines Erschaffers genährt. Er ist sehr leicht und dennoch so gut wie undurchdringlich. Sein hoher Erzanteil prädestiniert ihn für einige sehr mächtige Verzauberungen. Ja, wir haben auch auf Xesha getroffen, die da versiegelt im Eis ist. So, Kiste des Ebenholz. Und die Schriften über den Bogen des Leids. Wissen. Die Schrift ist nicht entzifferbar. Boah, bin ich doof, ey. Entzifferbar. Doch den detaillierten Illustrationen nach sollte es irgendwie möglich sein, sein Leid in eine magische Erzlegierung zu schütten und ihm die Gestalt eines mächtigen Bogens zu verleihen. Bogen des Leids. Fernkampfwaffe, verschießt Pfeile. Dieser Bogen wurde komplett aus einer Erzlegierung gefertigt und mit dem Leid seines Erschaffers genährt. Er ist sehr leicht und hat eine enorme Spannkraft. Sein hoher Erzanteil prädestiniert ihn für einige sehr mächtige Verzauberungen. 30 Mana, 5 Lebensregeneration, 5 Mana-Regeneration, 44 Fernkampfkraft. Kiste voller Ebenholz. Eine seltene magische, aktive Holzart. Das Holz in dieser Kiste ist sehr alt und trocken. Die Minecrawler-Armbrust könnten wir herstellen. So, was haben wir hier? Rotes Erz nochmal. Altertümliche Schriften über das Schwert der Vergeltung. Die Schrift ist nicht entzifferbar. Doch wenn man den Illustrationen Glauben schenken kann, soll es irgendwie möglich sein, seinen Rachedurst zu manifestieren und zu einer massiven Klinge zu schmieden. Schwert der Vergeltung. Das ist ein Einhandschwert. Diese Klinge wurde nicht einfach mit magischem Erz überzogen, sondern komplett aus einer Erzlegierung geschmiedet und mit dem Rachedurst ihres Erschaffers genährt. Sie ist trotz ihrer imposanten Größe sehr leicht und rasiermesserscharf. Ihr hoher Erzanteil prädestiniert sie für einige sehr mächtige Verzauberungen. Einhandwaffe, 20 Lebensenergie, 20 Ausdauer. Heilige Essenz. Diese Essenz flackert und windelt sich wie ein lebendiges Wesen. Sie wechselt fortwährend zwischen gleißendem Licht und tiefster Dunkelheit.
Schild des Grolls. Auch heilige Essenz, okay. Also ich kann nur eine Sache herstellen. Geheimnisse der Schmiede Stahl. Rotes Erz. Und altertümliche Schriften über Innos Zorn. Die Schrift ist nicht entzifferbar, doch zahlreiche Illustrationen scheinen Schritt für Schritt zu erläutern, wie man seinen Zorn Stück für Stück zu einer gewaltigen Klinge schmieden kann. Und das ist die Waffe, die wir haben wollen. Innos Zorn. Diese Klinge wurde nicht einfach mit magischem Erz überzogen, sondern komplett aus einer Erzlegierung geschmiedet und mit dem Zorn ihres Erschaffers genährt. Sie ist trotz ihrer massiven Klinge sehr leicht und rasiermesserscharf. Ihr hoher Erzanteil prädestiniert sie für einige sehr mächtige Verzauberungen. Zweihandwaffe, 65 Nahkampfkraft, 35 Mana, 21 Magiekraft. Also das ist eigentlich für Magier. Dann haben wir den Schild für Verteidiger. Für Lebensenergie und so was. Für Rüstung. Bogen des Leids für Fernkämpfer. Und das Schwert der Vergeltung für Nahkämpfer. Aber ja. Göttlicher Hammer. Du hast Level 25 erreicht. Auf nach Sunyara. So, Stahl brauche ich 16 Stück. Innos Zorn. Damit können wir die letzten Punkte in den Nahkampf investieren. Und danach kommt nämlich hier die... Also wir kommen bis Feuerball und hier hin. So, dann Schmelztiegel des Inosir. Nun auf den Amboss. Mit dem heiligen Hammer. Becken der Aedra. Adae, Entschuldigung. Und Schleifstein des Iabae. Herstellen. Innos Zorn. Mit 65 Schaden. Der Hammer ist leider auch nicht mehr da. So, hoho. Der Boss kommt hier hin. Gut, dann nach Sonyara. Die Geister der Anusiri haben dir die Wahrheit über das Schicksal und das Schicksal von über dein Schicksal und das Schicksal von Robert dem Dritten verkündet. Reise nach Sonyara, das an der Nordspitze von Nagan liegt, und helfe dem mythanischen König, den Dämon, der in ihm wächst, zu besiegen. Du hast den Tempel der Göttin betreten und die heilige Schmiede gefunden, von der dir Diego erzählt hat. In der heiligen Schmiede sind dir die Geister der Anusiri erschienen. Sie haben dir offenbart, welche Aufgabe dir im Spiel der Göttin zukommt. Du bist der Hirte, der den verfluchten König retten muss, damit der Dämon, der im Herzen des Königs wächst, die Schwelle zur Welt nicht überschreitet.
geh nach Sonyara und finde heraus, wie du dem verfluchten König helfen kannst. Im Band des Dämonen. Und das ist jetzt ganz, ganz lange. Also das dauert jetzt lange, bis wir das beendet haben. Ja, und da hat das Spiel halt diese 180-Grad-Wendung gemacht. Auf einmal müssen wir dem König helfen, dem wir eigentlich nicht helfen wollen, sondern Rache haben wollen. Und jetzt müssen wir ihm helfen. Adler? Eine Erscheinung. Adler. Und da stand's gerade. Okay. Die Göttin. Gut. Haben wir den Teil endlich geschafft. Furchtbarer Teil. Jetzt kommt ein noch furchtbarerer Teil. Meiner Meinung nach, aber gut. Guck ich mal hier. Okay, wir können hier runter. Ich hoffe, verpasse nichts. Ah, da. Belia-Artefakt, der Schnitter des Hasses. Und vergessenes Grab. 27 von 30. Also wir haben nicht mehr allzu viel, ne, Leute? Nicht mehr allzu viel übrig. Was ich sehr gut finde. Das Teil. Und dann Sonyara. Ich kann auch mal gucken. Questgegenstände 23, 27, 26, 24. Die anderen zwei sind halt noch ein bisschen wenig, ne? Also 27 ist nicht mehr viel. Aber die anderen drei sind noch ein bisschen wenig. Aber gut. Und wieder eine Höhle. Fliegenpilz. Okay, gut. Ist doch toll, dass wir den Tempel geschafft haben. Und das wird sich auch alles aufklären, wo die Leute dann gesagt haben, das ist blöd. Also ich finde es auch ein bisschen blöd, dass man auf einmal die ganze Rache vergisst. Finde ich merkwürdig. Ja, aber
Ist okay, denke ich. Also so wie das hinterher dann aufgelöst wird. Enos, hilf! Wo kommst du denn her? Aus dem Gebirge. Ich wusste gar nicht, dass es dort einen Weg gibt. Führt nur runter, nicht rauf. Dich müssen die Götter geschickt haben, guter Mann. Ein strahlender Recke in unserer Not. Um was geht's denn? Die Untoten. Sie versperren den Eingang zur Höhle. Woher kommen die Untoten? Sie sind vom Schlachtfeld gekommen. Eine ganze Armee. Sie haben alles vernichtet, was uns lieb und teuer ist. Jetzt mal langsam. Es ist eine Armee von diesen Dingern unterwegs. So wahr ich hier stehe. Wir mussten Hals über Kopf die Flucht ergreifen. Ich wäre beinahe in eine Säge gestürzt. Nur keine Angst. Ich kümmere mich um die Untoten. Danke, Fremder. Danke. Der Tod auf den Feldern. Tardor hat dich gebeten, die Untoten zu bezwingen, die vor der Höhle in Somniara Lande lauern, damit er und die anderen Bauern zurück auf die Gehöfte, auf ihre Gehöfte können. Du findest die Untoten vor dem Eingang zur Höhle. Nicht jetzt, bitte. Mächtiger Heiltrank, kurzes Messer und ein Stück Käse. Und da sehe ich sie auch schon. Wie geht's dir? Oh, ich bin fast tot. Ja, genau. Sechzig, 65. Also ich habe die stärkste Waffe, aber ja, doch die ist 20 halt besser, ne? Wie geht's dir? Die Untoten beim Höhleneingang sind weg. Das ist beruhigend. Könntest du noch was für uns tun? Was? Unser Dorf, die Untoten. Sind in eurem Dorf, schon klar. Wo liegt es? Im Südwesten des Sonjara Landes. Wir warten in der Nähe, ja? Gut, ich kümmere mich um euer Dorf. Quest aktualisiert. Tod auf den Feldern. Tardors Dorf, und das ganz im Südwesten des Sonjara Landes liegt, wurde von Untoten überrannt. Tardor hat dich darum gebeten, sein Dorf zu befreien. Nichts lieber als das. Das wollte ich. Danke. So, hier sind Heilpflanzen, wie ich sehe. Und Ogerblätter. So, erstmal speichern. Habe ich nämlich gerade eben vergessen. Deswegen wollte ich eigentlich auch nicht sterben. Die andere Seite des Bluttals. Thank you.
Ja, das ist das andere. Die andere Seite des Bluttals. Schägenwinger Silberseeschild, ja. Großer Streitkolben, schäbiger Rabenschnabel, schäbiger Silberseeschild, altertümliches Relikt. Erzgeschmiedetes Bastardschwert. Naja, stimmt, die riesige Steinfratze. Dieses Bastardschwert wurde durch ein spezielles Verfahren überzogen, was die Schärfe und Widerstandskraft dieser Waffe um ein Vielfaches gesteigert hat. Kennen wir schon. Dam, ba da bam, bam, ba da 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 bam. So. Na, endlich hat's aufgehört zu regnen. Sei ruhig, das Gemüse freut sich gar nicht mehr. Hat aufgehört zu regnen. So, dort hinten ist Sonjara und hier ist das Gebiet. Kohlevorkommen. Ah, hi, na? Erhabener Schattenläufer. Aua. Ah, Mist. Fertig. Ader mit magischem Erz, sehr schön. Diamantvorkommen. Paprika, okay. Und eine verschlossene Truhe. Sonjarischer Schild. Dieser Schild gehört zur Grundausrüstung der methanischen Truppen. Nett. Altertümliches Relikt. Kyrill verschlossen.
Ja, diese Verbindung führt halt auch zum Bluttal. Habe ich auch noch nicht erzählt. Als ich das erste Mal das durchgespielt habe, habe ich Kilian, die Quest von Kilian, gar nicht gemacht. Die habe ich dann erst hier gemacht. Da dachte ich mir so, was für eine Schlacht, wovon redet der Typ? Da hat er gesagt, ja, dämonische Wölfe. Und da dachte ich, jetzt kommen jetzt Dämonenwölfe? Dabei waren es die ganz normalen Wölfe und ich denke mir so, wow, die waren richtig schwach. Schade, dass die Untoten nichts haben. Setz dich jetzt nicht ans Lagerfeuer, Mensch. Typ. Lord. Was? Sakrunda. Sakruda. Lord Sakruda. Lord Sakruda. Der Erste. Mit einer Erzwaffe in der Hand. Oh fuck, der hat mich erwischt. Erzgeschmiedete Flamberge. Eine Flamberge wurde durch ein spezielles Verfahren mit einer Schicht magischen Erzes überschüttet, was die Schärfe und Widerstandsfähigkeit dieser Waffe um ein Vielfaches gesteigert hat. Ein tinischer Säbel, ja, das kennen wir schon. Ist irgendwas? Wichtiger Eiter, schwarzer Diamant. Kurzes Messer. Au. Sieben von sieben. Das waren schon alle. Okay. Sense. Schaufel. Besen. Heugabel. Das waren schon alle. Okay. Dann bin ich ja froh. Rotes Erz. Da liegt einfach noch rotes Erz rum. Und eine Innos-Statuette. Sehr schön. 24 von 30. Und 28 von 30 vergessene Gräber.
Ich hab's schon gesehen. Von 30. Wird immer besser. Nur noch einen. Alter Stollen. So, Todai. Dann mach mal. Mach mal. Wie geht's dir? Tadoi, nicht Todai. Euer Dorf ist wieder sicher. Wir danken dir, guter Mann. Hier, nimm diesen Schlüssel. Im Süden unseres Hofes, in den Bergen, gibt es einen eingestürzten Stollen, in dem ein Schatz liegen soll. Meine Eltern haben mir erzählt, dass dieser Schlüssel zu dem Schatz gehört. Warum holt ihr euch den Schatz nicht selbst? Keiner traut sich. Die Gegend um den Stollen herum ist gefährlich. Nicht nur das. Tod auf den Feldern, fertig. So. Naja, Schatz. Orkanaxt. Geschmiedet aus erbeuteten Paladinschwertern, dem Belia geweiht, der Träger dieser Axt wütet mit wie ein unheiliger Sturm und hat mit jedem Schlag eine Wahrscheinlichkeit von 10%, seine Feinde für 2 Sekunden mit Blitzen zu leben. Dabei verursacht er 90 zusätzlichen Schaden. Kriegspfeile, Diamant, Vollstreckerarmbrust. Verschließbolzen, eine Armbrust tarifischer Machart. Den Gerüchten nach wurde diese Armbrust einst für die Menschenjagd hergestellt. Destillierkolben und Bolt. Destillierkolben erhalten. Der ist wichtig. Weil dadurch können wir das hier öffnen. Und damals bin ich echt hier hingegangen und dann erst Killian getroffen. Und ich denke mir so, das gehört zusammen. Dabei ist das einfach nur ein Verbindungsweg ins Bluttal zurück. Da können wir eventuell auch nochmal hingehen. Mal gucken. Vielleicht mache ich da ja mal ein paar drüber. So, was ich mich jetzt frage, ist diese Axt vielleicht doch besser? Wir testen es mal. Weiß nicht. Tut sich beides nicht viel, ne? Tut sich beides tatsächlich nicht allzu viel. Ich find's gut, wie die hier alles barrikadiert haben, aber es nichts gebracht hat am Ende.
So, und dann das Haus. Pete? So schlimm war es noch nie. Pete! Der Pete! So schlimm war es noch nie. Das ist der Pete, der bei Murtra, der den Mann von Murtra auf dem Gewissen hat. Der ist das. Und er hat wieder dieses alte, dümmliche Gesicht. Lederne Beckenhaube. Okay. So, hier sind noch welche. Ah, sehr gut. Mist. Einer hat mich erwischt. Ah, das sind zwei. Okay. Ach da. Ich wollte schon sagen, wo ist der denn hin? Paladin-Schild. So. Ja, so viel kann ich eigentlich nicht mehr hier rumschleppen. Nächste Zeit einen Händler aufzufinden wäre gut. Der Regen nervt noch. Ich weiß, das sage ich immer, wenn es regnet, aber es ist halt auch nervig. Frostiger Paladin-Schild. Natürlich drei Stück. Natürlich. Willst du mich jetzt endlich mal... Wow. Nein, natürlich nicht. Ich vergesse dauernd zu speichern, ne? Oder wo bin ich jetzt? Ne, ich bin sogar hier. Sehr schön.
Was Elixier der Kahn macht. Käse, Greta Schenkel. Und sonst gibt's hier nichts. Moment, war da nicht noch ein Schenkel? Nein, nur ein Becher. Ein paar Kronstöcke. Lagerungsbolzen. Sense. Flamberge. Das Elixier der Stärke. Rostige Axt. Sieht die auch so einen Schatten? Wo? Ah, hier. Okay. Ich habe mir das eigentlich noch größer in Erinnerung. Da war jetzt Piet drin, ne? Ja, genau. Von hier kam ich, genau. So, rote Paprika, Fliegenpilz, neu geschmiedetes antikes Schwert. Boah, das ist auch wieder so gut. Die Klinge dieser uralten Waffe scheint von einem ehrgeizigen Schmied mit magischem Erz neu geschmiedet worden zu sein. Die alte Magie des Schwertes hat trotz der meisterhaften Arbeit ein wenig gelitten, doch die Waffe ist nun tödlicher als je zuvor. Fiole und mächtiger Heiltrank. Und ein bisschen Brot. Bisschen Brot in der Not. So, da waren jetzt die anderen Ritter drin. Dann ist das Gebiet auch schon am Ende. Wir haben eigentlich auch schon Partende. Das passt ja. Das passt ziemlich gut. So, ich mache nochmal einen Speed rein. Um zu gucken, ob ich hier nichts verpasst habe. Aha. Hier war schon mal was. Hier ist auch noch was. Aber wie es scheint,
große Mana-Pflanzen. Da oben ist noch was. War's das? Ja. Ich habe echt mehr Untote gedacht, dass die Felder voll groß wären, habe ich in Erinnerung. Aber das ist nicht der Fall. Ja. Und damit kann ich den Part an dieser Stelle beenden. Das ist wunderbar. Kein Level Up diesen Part. Nach Sonyara. Kreaturen haben wir auch keine. Wir haben nur nach Sonyara. Haben wir das alles erkundet. Sehr schön. Sind von hier nach hier gekommen. Gut. Da waren wir drin. Da waren wir. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Part.